Usus. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Usus ist ein lateinischer Ausdruck. Usus heißt Sitte, Usus heißt Gewohnheit, Usus heißt Gebrauch. Und man sagt gerne, das ist hier bei uns so Usus. Und es ist durchaus gut, wenn man so ein bisschen rauskriegt, in der Situation oder in dem Kontext, wo man ist, was ist Usus dort? Was ist Sitte? Was ist Gebrauch? Und das ist auch etwas, was man zum Beispiel sagt, wenn man irgendwo anfängt, während der ersten 100 Tage ist es gut herauszufinden, wie tickt dort alles. Sich irgendwo zurückzunehmen, nicht zu viele Veränderungen einzuleiten, zuerst mal schauen, was ist hier Usus. Also, wenn du eine neue Stelle antrittst, einem neuen Unternehmen, so während der ersten 100 Tage deine Hauptaufgabe ist, herauszufinden, was ist hier Usus und dich daran anzupassen. Ausnahme wäre natürlich, wenn du als Retter engagiert bist und du schnell an Steuer rumreißen musst, dann musst du es anders machen. Ich habe gerade in meinen 20ern viele Versetzungen gehabt, da war ich an einer spirituellen Gemeinschaft mit einem indischen Meister, der hat mich in unterschiedliche Zentren und Ashrams versetzt und dort gab es Situationen, da bin ich dorthin als Feuerwehrmann. Natürlich, dort musste ich von einem Moment auf den anderen das Steuer rumreißen, dass nicht das betreffende Yoga-Zentrum pleite gegangen wäre oder anderes passiert war. Dort war es im Gegenteil wichtig herauszufinden, was war bisher Usus und manches davon gleich zu ändern. Ich hatte aber auch ein paar Versetzungen in Zentren und Ashram, wo alles gut lief. Und dann war es erstmal die Aufgabe, während der ersten 100 Tage in etwa herauszufinden, was ist hier Usus. Wie sind die Menschen? Wie ticken die? Manches ist offensichtlich, aber manches ist nicht so offensichtlich. Wenn man zu schnell dort Dinge in die Wege leitet, dann eckt man immer wieder an. Wenn man weiß, was sind hier die Gebräuche, was sind die Sitten, wie macht man Dinge, dann fällt es leichter. Das ist auch etwas, wo manchmal Menschen aus anderen Schichten an solche gläserne Decken stoßen. Es ist ja in Deutschland zum Beispiel so, dass die Vorstände der großen Unternehmen fast ausschließlich besetzt werden von Menschen, deren Eltern auch schon in höheren Gesellschaftsschichten waren. Und das ist nicht unbedingt ein einfaches Blockieren, ein bewusstes Blockieren. Ich glaube, vieles ist unbewusst. Es gibt einfach einen bestimmten Usus, bestimmte Gebräuche. Wie geht man, wie steht man, wie sitzt man tatsächlich? Wie kleidet man sich? Wie spricht man? Wie geht man damit um, wenn Katastrophenszenarien kommen? Ich habe auch irgendwo mal gelesen letztlich, dass Menschen in Vorstandspositionen, die haben oft schon von vornherein eine finanzielle Unabhängigkeit. Sie brauchen keine Angst zu haben, den Job zu verlieren. Sie sagen, vom Erbe der Eltern sind sie schon abgesichert. Deshalb haben sie ein gewisses Selbstbewusstsein und ein gewisses Vertrauen und ein gewisses Standing. Und diesen Usus, diesen Gestus, wie man auch sagen kann, nachzuahmen, ist nicht so einfach. Umso wichtiger wäre es, dass auch Menschen, die vielleicht in weniger begüterten Gesellschaftsschichten aufgewachsen sind, dass sie nicht nur an ihren Fähigkeiten arbeiten, sondern auch so ein bisschen, was ist Usus, was sind Gebräuche, herauskriegen. Und nicht umsonst sind gerade bei Führungskräften auch solche Benimmskurse sehr wichtig. Oder auch wenn in ein anderes Land versetzt wird, was ist dort Usus, was ist dort Gebrauch, das erstmal zu lernen. Aber wenn du das gelernt hast, dann kannst du das verändern. Dann kannst du damit arbeiten. Natürlich ist es nicht Ziel, einfach nur bei dem Althergebrachten zu bleiben, sondern es geht ja darum, Dinge zu verändern. Die Welt ist nicht ideal, so wie sie jetzt ist. Die menschliche Gesellschaft funktioniert nicht ideal. Unternehmen sind nicht ideal. Sie bedürfen der Veränderung, der Weiterentwicklung. Und so ist es gut, die Usus, Gebräuche zu kennen. Vielleicht die Usi, weiß jetzt gar nicht, was für ein Stamm das vom Lateinischen her ist, aber wahrscheinlich die Usi zu kennen, die Gebräuche zu kennen, um sie dann zu ändern oder mit manchen zu arbeiten, um übergeordnete Veränderungen einzuleiten. In diesem Sinne, habe hohe Ideale für dich selbst, für deine Entwicklung, große Ziele für das Wohl des Planeten.
Erkenne aber das, was jetzt in diesem Moment alles hilft, alles an Anforderungen da sind. Beachte das und dann geh spielerisch damit um. Anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, schau, wo ist die Tür. Anstatt dich mit jedem zu streiten, lerne herauszufinden, wie du mit Menschen gut zusammenarbeiten kannst und mit anderen zusammen die Veränderungen bewirken kannst. All das macht vieles leichter. Ja, das waren ein paar Gedanken zum Thema Usus im Sinne von Sitte, Gebrauch, das Gewohnte, die Gewohnheit, wie du sie nutzen kannst und letztlich auch, wie du unter Nutzung von Usus über das Althergekommene hinauswachsen kannst.